Diese Welt gehört zu den höchstgelegenen und trockensten bewohnten Regionen der Erde. Eine Welt, die im Sommer von der Sonne geradezu verbrannt und im Winter vom Eis gefangen gehalten wird. Eine Welt, in der die Berggipfel auf über 7000 Meter Höhe emporragen. Wir befinden uns in Indien, am Rand des tibetischen Hochlands, an der Nordseite des Himalayas, in den Hochtälern von Ladakh und Sanskar. Aus der Luft scheint dieses Gewirr von steilen Abhängen und zerklüfteten Schluchten für alle Lebensformen feindlich zu sein. Trotzdem leben und beten, zurückgezogen auf ca. 4000 Metern Höhe, 13.000 Sanskari in diesen Bergen, in denen der Winter kein Ende zu nehmen scheint. In dieser Jahreszeit können die Dörfer Sanskars nur zu Fuß erreicht werden. 100 Kilometer Eis, Schnee und Felsen sind im Winter der einzige Zugang zu diesem Hochtal. Dem Dorf Pishu gegenüber leben am Rand des Flusses 15 Familien in ihrem Dörfchen namens Jangla Tenpo. Dolma und ihre vier Kinder wohnen seit jeher hier. Das Schicksal der Bewohner ist an den Fluss geknüpft. Er sorgt für die Bewässerung ihrer Felder und spendet Trinkwasser für Mensch und Tier. Im Januar und Februar wird der zugefrorene Fluss Sanskar auch Chada genannt. Dolma erwartet die Rückkehr ihres Ehemannes Tenzin. Er ist ein Sanskari-Führer und träumt davon, ein erfolgreicher Sänger zu werden. Er muss über den Fluss zurückkehren. Leh, die Hauptstadt von Ladakh, ist eine andere Welt. Es ist auch die Welt von Tenzin, der dort gerade einen CD- und Videoladen eröffnet hat, 180 Kilometer von Dolma entfernt. Im Dorf Jangla Tenpo blieben nur noch Frauen, Kinder und Alte zurück. Dolma erwartet ihr fünftes Kind. Ihr Haus steht ein wenig entfernt von den anderen Häusern am Flussufer. Aber heute Nachmittag läuft sie hinaus in den Schnee zu Junis Haus. Um sich zu stärken, beten sie und trinken salzigen Buttertee und Chang, das hiesige Gerstenbier. Am 8. Januar machen sich die Männer von Jangla Tenpo auf den Weg über den Chada. Tenzin, Dolmas Ehemann, hat ihnen Arbeit besorgt. Jedes Jahr im November oder Dezember komme ich in die Stadt Leh und stelle Leute für eine Trekkingagentur ein. Ich suche Träger für den Winter. Manchmal arbeite ich als Reiseleiter, manchmal als Koch. Meine Frau bleibt alleine, um die Hausarbeit zu erledigen und sich um die Kinder zu kümmern.
Ich muss weit von zu Hause wegarbeiten und Trekking-Touristen begleiten, um Geld zu verdienen. Man hat Glück, wenn man im Winter als Träger arbeiten kann. Einige verdienen 200, 300 oder 400 Rupien am Tag. Das sind 4 bis 8 Euro. Wenn man Geld verdient, ist es nicht schlimm, als Träger zu arbeiten. Man trägt schweres Gepäck und man kann kaum laufen. Die Strecke über den Chadar ist sehr gefährlich. Man muss das Eis genau einschätzen können, den Pfad finden und auf einer spiegelglatten Oberfläche gleiten können. Man muss schnell und hellwach sein und beim Erklimmen eines Anstieges vorausgehen. Man teilt das Biwak, den Tee und das geröstete Gerstenmehl Champa. Manchmal muss man auch auf eine Tour verzichten können und wieder umkehren. Zenzin war 12 Jahre alt, als sein Vater ihm beibrachte, die Tücken des Chadar zu umgehen. Er erinnert sich an den Mann, der ihn lehrte, vollständig bekleidet nur auf einer einfachen Decke zu schlafen und sich nicht mit warmem Wasser zu waschen, um widerstandsfähiger gegen die Kälte zu sein. Es kann hier bis zu minus 35 Grad kalt werden. Sein Vater kannte die besten Lagerplätze, Höhlen, in deren Nähe es Feuerholz gab. Eisblöcke dienten als Trinkwasserquellen, wenn man keine Schöpfgefäße hatte und man musste sich nicht nachts auf den Fluss hinauswagen. Tenzin lernte schnell. Schon bald ging er voraus. Heute, mit 30 Jahren und mehr als 80 Chadar-Führungen, ist er ein anerkannter Reiseleiter. Aber wenn er kann, wäscht auch er sich mit warmem Wasser und schläft in einem Schlafsack der indischen Armee. Man muss immer wachsam sein, das Eis mit einem Stock prüfen und genau aufpassen, wohin man seine Füße setzt, sonst könnte man ins Wasser fallen. Wir Männer aus Changla, Pishu oder Petmo sind die gefragtesten Führer. Wir sind es gewohnt, in den steilen Felswänden umherzuklettern. Wenn das Eis auf 50 Metern fehlt, versuchen wir zuerst, den Fluss zu überqueren, um ans andere Ufer zu gelangen. Wenn das nicht möglich ist, klettern wir durch die Felsen. Wenn es kein Eis gibt, dann haben wir keine Alternative. Wir müssen in Sanskar bleiben. Die Monate sind ins Land gegangen. Ende September, im 8. Mond des tibetischen Kalenders, hat Dolma in ihrem Haus in Jangla Tenpo ihr Kind zur Welt gebracht. Das kleine Mädchen wird ihren Namen erst in einigen Monaten erhalten. So ist es hier Brauch. Bis dahin heißt sie Lele, Baby. Sie ist 3 Wochen alt und ihre Eltern müssen eine Feier zu Ehren ihrer Geburt organisieren. Dolma und ihr Vater, Mehmet Çering, fragen sich, ob Tenzin wohl rechtzeitig zurückkommen wird. Wenn man keine Kinder hat, bekommt man große Schwierigkeiten, wenn man alt ist. Wenn man keinen hat, der einem helfen kann, Holz zu hacken, das Feld zu bestellen oder sich um die Tiere zu kümmern, ist es sehr schwer. Jetzt habe ich noch Glück, mein Vater ist noch bei mir. Wenn er einmal stirbt, werde ich vermutlich Probleme bekommen. Tenzin hat schon immer anderswo gelebt, um Geld zu verdienen. Dolma verwendet einen Teil der Gerstenernte, um Changbier zu brauen.
Letztes Jahr habe ich zu viel Hefe reingetan und das Chang hat zu viel gegärt. Das war nicht sehr gut. Deshalb habe ich jetzt auf dieselbe Menge 40 Maß Gerste genommen.